Menschenhandel. Dragovic kauft junge Mädchen in ganz Ostasien, schleust sie durch Europa und verkauft sie auf dem ganzen Globus. Der Menschenhandel bringt Milliarden von Dollar ein. Allein im letzten Jahr hatten wir über 2000 Fälle. Und ich halte jeden einzelnen davon für eine gottverdammte Tragödie. Dass er nach Amerika gekommen ist, soll Viktor Dragovic bitter bereuen. Hier ist die Polizei. Sie hätten mich töten sollen. Wie können Sie nachts schlafen? Rosa! Rosa und Sophia sind tot. Dragovic. Wir denken, er ist irgendwo in Thailand. Wo ist Dragovic? Keiner, der ein Herz hat, kann das tun, was sie tun. Blutgeld ist trotzdem Geld. Das ist leider nicht verhandelbar.